liebe Sineter Community, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei unserem nächsten Sineter Experten-Talk. Diesmal haben wir eine Buchautorin eingeladen, Christina Lechner. Sie hat mit ihrer Freundin ein spannendes Buch, 50 endlich nicht mehr jung, geschrieben. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen, Christina. Vielen Dank, liebe Erika, für die Einladung, hier mit dir im Talk über unser Buch sprechen zu dürfen. Gerne. Also wie ihr weißt, unsere Sineter-Experten geben uns bei unserer Plattform auch Tipps und Tricks im Gesundheitsbereich, wie wir 100 werden können. Aber gesund und rüstig, das ist unser Ziel. Und wir denken präventiv, also das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit Krankheiten, wir beschäftigen uns nur mit unserer Gesundheit. Wie wir schaffen können, mit Ernährung, mit Bewegung, mit unseren Erholungskonzepten, wirklich rüstig und gesund älter werden. Ja, also das Buch hat uns sehr fasziniert, also dass wir endlich 50 sind und könntest du bitte euch ein bisschen vorstellen, du hast mit deiner netten Freundin das Buch geschrieben. Worum geht das? Wer seid ihr, dass das so ein spannendes Buch schreibt? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christina Lechner. Meine Mitautorin heißt Angelika Celli-Burger. Wir kennen uns, seit wir 18 sind, also doch schon den größeren Teil unseres Lebens. Und gemeinsam sind wir jetzt schon weit über 100. Bisschen 104, 105. Und die Idee zu diesem Buch ist entstanden, als wir beide gemeinsam innerhalb weniger Monate unsere 50. Geburtstage feierten. Und wir haben da immer wieder uns darüber unterhalten, wie sollen wir feiern, wen laden wir ein, was machen wir aus diesem wirklich besonderen Tag. Und wir haben gesehen in Gesprächen im Freundeskreis, da waren viele, waren noch nicht 50, viele waren schon 50, dass dieses 50-Werden doch ein ganz besonderes Thema im Leben ist. Weil 50 ist ein bisschen so eine magische Zahl, sagt man ja auch. Und wir haben gesehen, viele haben davor so ein bisschen gegrübelt und gesagt, wie wird das? Bin ich jetzt alt, wenn ich 50 bin? Wird sich was verändern? Und dann haben wir aber gesehen, dass es vielen danach vieles besser gegangen ist. Ja? Also es war dieses 50, ja, wir stehen auch zu unserem Alter und wir sagen auch gerne, ja, wir sind 50 und mittlerweile beide schon 52. Und dass diese vielen Ideen, diese Gespräche, diese Fragen um den 50er, wie soll man ihn feiern, soll man ihn überhaupt feiern oder soll man lieber, damals war es ja noch möglich, weit wegzufahren, ja, also das hat uns beschäftigt und daraus ist eben die Idee entstanden und so wurde auch gesagt hat und auch diese ganzen Themen Ernährung, Bewegung, Erholung, wie können wir gesund und fit bleiben, die haben uns sehr beschäftigt und daraus ist dann das Buch entstanden. 50, endlich nicht mehr jung. Ja, sehr spannend. Also das heißt, mit 50 wird alles besser oder mindestens gehen wir besser damit um. Was bedeutet das ganz genau? Genau, das ist unser Motto eben. Ja? Natürlich wird nicht alles besser mit 50. Jetzt gerade viele Menschen haben vielleicht berufliche Schwierigkeiten, Veränderungen im Leben, Familiensituationen, die sich ändern. Aber wir wollten auch zeigen, ja, mit einer gesunden, positiven Einstellung und so mit ein bisschen einem Augenzwinkern auch. Und das hat sich auch in den Gesprächen gezeigt mit unseren Interviewpartnern. Wir haben natürlich beide, wir leben beide schon in langjährigen Beziehungen, mit unseren Lebenspartnern auch immer wieder darüber gesprochen, die uns auch viele humorvolle Zitate geliefert haben, um auch zu sehen, wie geht's Frauen, wie geht's Männern. Ja? Und gerade das Thema zum Beispiel Umgang mit Wehwehchen oder Umgang mit Konflikten im Leben, die wir alle beruflich und familiär schon erlebt haben. Aber wir haben jetzt schon so viel Lebenserfahrung, wir haben viele Ausbildungen gemacht. Das hat uns eben zu dem geführt, ja, es gibt Schwierigkeiten, aber wenn sie auftauchen, dann haben wir nicht zuletzt aufgrund unserer jetzt doch schon 50-jährigen Lebenserfahrung gute Möglichkeiten, damit umzugehen. Sehr gut. Und Optimismus und Motivation, also das ist eine ganz wichtige Aspekt in diesem Buch. Wie kannst du dann sozusagen bezeichnen diese Zielgruppe? Sind sie optimistisch? Sind sie dann mit
Motivation, mit voller Motivation in diese zweite Lebenshälfte aktiv oder eher dann schon, was ist eure Erfahrung, dass das eher nicht oder eher schon? Also gerade in den Zitaten unserer Interviewpartner, wie gesagt, 8 Männer und Frauen so kurz vor oder kurz nach dem 50er, da zeigt sich eben sehr viel Optimismus auch. Und natürlich, wie gesagt, es gibt immer wieder Schwierigkeiten im Leben, aber diese Grundhaltung des Optimismus und auch, wir haben auch ein eigenes Kapitel, in dem wir mehr also schreiben über diese Gelassenheit, ja, dass wir können viel gelassener jetzt an Dinge herangehen und wir müssen nicht mehr alles machen. Wir haben auch diesen Begriff geprägt, früher waren wir Fortbildungsjunkies und sind von einem Seminar und einem Vortrag zum anderen gefahren. Natürlich sagen wir, Bildung ist wichtig, aber jetzt ist es uns auch mal wichtig, Pausen zu machen und einmal durchzuatmen und einmal am Wochenende einen schönen Spaziergang im Grünen. Das kann genauso erholsam sein wie eine lange Reise. Also es geht schon mehr auch in, und was jetzt gerade in dieser Zeit, die wir jetzt erleben, auch so von vielen Leuten auch gesagt wird, das haben wir schon Jahre davor gehört durch diese Gespräche mit 50. Wie gesagt, ich muss nicht mehr in die Ferne schweifen. Ich habe schon so viel gesehen, erlebt. Ich kann auch hier in meiner unmittelbaren Umgebung glücklich, zufrieden und optimistisch sein. Gehört dazu, also bei dieser Optimismus und diese zweite Lebenshälfte dazu, dass man eine positive Einstellung hat? Also das heißt, du bist auch Mentalcoach, also du hast sehr viel Erfahrung, wenn man vielleicht nicht in der Top-Situation ist und wie man damit eigentlich umgeht? Oder hängt das vom Alter ab eigentlich? Also was mich immer wieder... Nein, also sehr viel. Es hängt, sagen wir mal, nicht nur vom Alter ab. Natürlich, wie gesagt, wenn man jetzt aufs Buch schaut, da haben wir uns natürlich auf die Generation um 50, um die 50-Jährigen gekümmert sozusagen, haben die uns beobachtet und auch unsere eigenen Erfahrungen da natürlich in diesem Buch verarbeitet. Ja? Aber gerade, also wenn du sagst, dieses Optimismus und diese positive Einstellungen zu lernen, das kann man natürlich in jedem Alter. Aber es zeigt sich, wie gesagt, wir haben das nicht wissenschaftlich untersucht, sondern es sind jetzt rein unsere Erfahrungen und die unserer in unserem Umkreis. Aber das natürlich mit den Lebensjahren, mit der Erfahrung, eben wie ich gesagt habe, mit diesem mehr an Besonnenheit und Gelassenheit natürlich, die Erfahrungen gehen, also die Einstellung schon in das Positive gehen. Aber lernen kann das jeder. Und wenn man dann sozusagen weiterdenkt, also ihr habt dann sogar nicht nur das Buch geschrieben, sondern noch einen weiteren Schritt sozusagen ja, genau, getan. Was war das? Genau, wir haben eben gesehen, wir haben einige Buchpräsentationen gemacht. Verzeihung, jetzt muss ich einen Schluck Wasser trinken. Wir haben einige Buchpräsentationen gemacht und wir haben die Buchpräsentationen auch immer versucht, sehr humorvoll zu machen. Also nicht wirklich eine reine Lesung zu machen, sondern auch ein bisschen darum, die Geschichten zu erzählen. Und das hat eigentlich beim Publikum immer großen Anklang gefunden. Und es war dann der nächste logische Schritt, eben daraus ein Kabarettprogramm zu machen. Und der große Zufall und der große Gewinn war, dass ich mit dem Tom Schwarzmann, ein bekannter Entertainer hier in Niederösterreich, einen männlichen Partner gefunden habe, der auch gleich gesagt hat, und er als End-40er, also genau in der Situation, kurz vorm 50er, ja, er macht mit. Das interessiert ihn, er macht mit. Er hat uns dann auch, weil er also auch Musiker, spielt Saxophon, für das Kabarettprogramm zwei ganz tolle Songs geschrieben. Also auch genau zu diesem Titel 50 endlich nicht mehr jung, richtiger Ohrwurm. Und wir haben dann eben aus den Inhalten des Buches eine Doppelkonferenz gemacht. Und wir konnten noch im November 2019 im Buchberg am Schneeberg, im Schneeberghof, eine wirklich tolle Premiere feiern. Es war ein, ja, also das Publikum war begeistert, es hat allen gefallen. Wir konnten dann im Jänner noch eine zweite, eine Charity-Veranstaltung auch machen für einen sozialen Zweck. Und wieder total positives Feedback war. Und jetzt wäre, heuer im Mai wäre geplant gewesen, dass ich ein Solo-Programm daraus mache. Aber
Das ist jetzt erstmal die Premiere mal verschoben auf unbestimmte Zeit. Aber ganz fix wird es am 16. Oktober in Wien im Kellertheater Strasshof wird es nochmal eine Aufführung geben und hoffentlich auch weitere. Und der Titel des Kabarets ist Sachs mit 50, endlich nicht mehr jung. Flotte Geschichten und Songs. Also wir spielen auch ein bisschen mit den Beziehungsthemen und es ist wirklich total unterhaltsam, lustig. Ich kann nur sagen, absolut zu empfehlen. Ja, sehr spannend. Also 16.10. bitte den Termin vormerken. Also wir dann die nächste Vorstellung durchgehen. Genau. Wir werden es auch auf Facebook und dann in den diversen Kanälen dann noch ankündigen, den Termin. Ja, sehr gut. Und weil du erwähnt hast, dass du auch Mentalcoach bist und bei unserer Community, bei der 50 plus, gibt es auch dann natürlich die Möglichkeit, dass sie sich bei dir melden, wenn sie dann Unterstützung oder einige Tipps brauchen, wie man diesen Optimismus und Motivation vielleicht bei schwierigen Zeiten, wie vielleicht derzeit erleben, Unterstützung brauchen. Also da, ich glaube, können sie sich bei dir melden. Sehr gerne, ja. Ich habe auch eine Internet-Homepage mit allen Kontaktdaten drauf, ganz leicht zu finden. Das auch veröffentlichen. Ja, also von anderer Seite, also als Tipp und Trick für unsere Community in Richtung Optimismus, Motivation, was würdest du empfehlen? Ja, das ganz Wichtigste oder das Wichtigste ist eigentlich immer die eigene Einstellung. Wie sehe ich die Dinge? Und das ist dieses viel strapazierte Wort, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ja, und ich kann immer sozusagen, und gerade jetzt, wenn man die Berichte in den sozialen Medien, die Beiträge verfolgt, es gibt immer wieder Leute, die sagen, es ist eine schwierige Situation, aber sie hat immer wieder auch positive Seiten. Und so geht es ja bei allen Dingen im Leben. Und auch wenn im ersten Moment etwas schwierig erscheint, ja, anstatt sich zu sagen, ich kann das nicht. Also mein Grundtipp ist immer der, machen Sie oder macht eine Frage daraus, sondern wie kann ich die Situation bewältigen? Was brauche ich dazu? Wer kann mich unterstützen dabei? Und wenn ich mir selbst diese Frage oder diese Fragen stelle, dann komme ich mit der Antwort oder mit den Antworten, zumindest bekomme ich vielleicht Ideen, wie ich mit der schwierigen Situation besser mich auseinandersetzen könnte. Und das hilft mir, also ich arbeite auch so viel mit Leistungssportlern oder mit Musikern und das hat schon sehr vielen in schwierigen Situationen immer wieder geholfen, auch den Rückmeldungen nach. Ja, sehr spannend. Also jetzt zum Schlusswort, also dann zeige ich noch euch das Buch, also das ist 50, endlich nicht mehr jung. Und ihr habt dann sozusagen netterweise ein Buch zum Verlosen gegeben. Wir werden dann sehr gerne sozusagen dann diese Gewinnspiel veröffentlichen und natürlich werden wir das zuschicken. Wenn jemand das zufällig nicht gewinnen würde, kann man natürlich auch kaufen. Also wir werden auch den Link auch zuschicken, wo man sozusagen das bekommen kann. Ja, also in diesem Sinne, also ich glaube, es ist immer faszinierend, wenn man sozusagen ein Buch schreibt, also und besonders, also diese zwei dynamische 50erinnen schildern, wie spannend und erlebnisreich der Alltag auf 50 sein kann. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch und bleiben gesund und das ist derzeit das Wichtigste. Danke für deine Zeit. Ja, danke dir, Erika, und liebe Grüße an alle in der Community. Ja, danke. Und du weißt, hey, wir werden 100. Ja, genau.